Wir fordern eine universelle Anmeldung für alle BerlinerInnen. Eine städtische Institution soll es möglich machen, dass alle eine vorläufige Melde- und Postadresse erhalten können, die sich dort, wo sie wohnen, nicht anmelden können. Weil ohne Anmeldung, also ohne offizielle Meldeadresse, können wir uns keine Krankenversicherung leisten. Und es ist außerdem schwer bis fast unmöglich, ein Bankkonto zu eröffnen und noch dazu eine Steuer-ID zu bekommen. Ein Bankkonto und eine Steuer-ID sind leider hier in Deutschland notwendig, um einen Arbeitsvertrag zu bekommen. Das bedeutet für uns, ohne Anmeldung gibt es keinen Job und ohne Job ist es aber auch unmöglich, eine Wohnung zu finden, wo wir uns anmelden können. Und das genau nennen wir den Teufelkreis der Anmeldung. Keine Anmeldung heißt auch ein Ausfluss von grundlegenden Rechten und Dienstleistungen, die wir für ein menschenwürdiges Leben hier erhalten würden. Dazu kommt für viele von uns, dass unser Aufenthalt in Deutschland von der Anmeldung abhängig ist. Also ohne Anmeldung erhalten wir weder ein Visum oder dessen Verlängerung. Und alles dies hängt zusammen mit der Problematik der Mietpreise zusammen. Die Wohnungskrise macht es unmöglich, bezahlbare Wohnungen zu finden. Wohnraum, in dem man sich dauerhaft anmelden kann, wird immer knapper und teurer. Die Mieten steigen und die Kommerzialisierung von dem Wohnraum betrifft uns alle. Aber wir Migranten sind davon hart oder härter betroffen. Aber ohne ein Netzwerk, ohne Job, ohne Wohnung und manchmal ohne Deutschsprachkenntnisse setzen sich viele von uns täglich ausgrenzenden und rassistischen Hürden auf den Wohnungsmarkt auf. Durch diese Bedingungen müssen wir auf prekäre, unsichere Mietverhältnisse ausweichen. Zum Beispiel sehr kurze Zwischen- oder Untermieten, üble Wohnverhältnisse oder halt keinen Mietvertrag zu haben. Oft wird diese Notlage ausgenutzt. Vor allem weibliche und queere MigrantInnen sind der Willkür und Gewalt von WohnungsgeberInnen schutzlos ausgesetzt. In diesem Kontext ist unsere Kampagne Anmeldung für alle entstanden und jetzt angetrieben von einem breiten Bündnis von mehrheitlich Migranten politischen Organisationen. Wir fordern denn eine Änderung der Gesetzgebung in der Praxis der Anmeldung und wir haben drei klare Forderungen. Erstens. Wir fordern eine universelle Anmeldung für alle BerlinerInnen. Eine städtische Institution soll es möglich machen, dass alle eine vorläufige Melde- und Postadresse erhalten können, die sich dort, wo sie wohnen, nicht anmelden können. Zweitens, wir fordern die Entkriminalisierung der Solidarität. Also Scheinanmeldungen sind kein Verbrechen, sondern eine Reaktion auf die Wohnungskrise und die bürokratische Hürde der Anmeldung. Drittens, wir fordern eine Lösung der Wohnungskrise und damit auch des Problems der Anmeldung selbst. Dazu soll nicht neuer bezahlbarer Wohnraum geschafft werden, sondern es muss vor allem bestehender Wohnraum auf dem Markt entzogen und vergesellschaftet werden. Wir wollen eine Stadt, in der das Recht auf menschenwürdiges Leben möglich ist, wo der Zugang zu grundlegenden Rechten wie Wohnen und Arbeit nicht von bürokratischen Hürden oder dem Willen des Marktes abhängig ist. Wir wollen eine Berlin für alle, in der Migranten selbstbestimmte politische Akteure sind. Und deshalb sagen wir klar, Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Ware. Und deshalb sagen wir auch klar, Anmeldung für alle.